Hallo, heute mache ich Fischbrühe wieder und ich dachte, ich zeige dir gleich, wie ich das mache. Ich habe heute ganz frische Zander bekommen. Wildfangzander aus der Ostsee. Und die war schon mal fertig ausgenommen. Also das muss ich nicht machen. Hier ist nur noch diese Luftbläse dran und die muss man dann pieksen. Sonst wird die an die Oberfläche schwimmen. Wenn die nicht ausgenommen sind, also ich kaufe natürlich immer ganze Fische für die Brühe und merke immer, so Fische mit so wenig Fett, wie man nur bekommt, weil das macht die leckerste und gesündeste Brühe. Auf keinen Fall Fischbrühe mit fetten Fischen machen. Wow, das wird ganz eklig. Also wenn man die Fische dann ausnehmen muss, selbst, dann nimm mal ein Messer einfach hier reinstecken und oder dann mit einer Schere und hier einfach und dann einfach mit den Händen oder mit einem Messer alles rausnehmen vom Bauch, putzen und ein bisschen spülen und fertig. Ja, und dann halt diesen Filetieren, das mache ich nun gar nicht professionell, aber das ist eigentlich gar nicht schwer. Am besten hat man eine Filetiermesser dafür, was ich leider nicht besitze. Das geht aber auch mit einem ganz normalen Messer. Einfach so schneiden. Und dann hat man schon so eine Filet. Gut. Hier kann man noch ein bisschen putzen. Kriegt man ein bisschen Fischfleisch raus. Und die andere Seite kann man auch genauso gut von hier machen. Das ist eigentlich egal. Noch eine Filet. Und diesen Haut unbedingt mitkochen. Das ist ganz toll für die Brühe. Ah, gut. Das ist dann fertig. Dann einfach das hier ein bisschen abspülen. Und dann in einen großen Topf machen. Ich habe so einen Topf hier. Und dann, wenn man die Fische reingetan hat, dann einfach so viel Wasser, bis es die Fische bedeckt. Und dann, wenn man das aufkocht, ganz toll aufpassen. Wenn es anfängt zu kochen, kommt ganz viel Schaum hoch. Und das muss man unbedingt mit einem Löffel wegnehmen. Weil sonst schmeckt der Brühe nicht so toll. Das ist so Unreinheiten, die hochkommen. Dann einfach auf ganz schwache Hitze stellen und lange, lange kochen lassen. 3 Stunden würde ich sagen. Und ja, natürlich mit einem Deckel drauf. Ja, und dann ein bisschen salzen. So ein, zwei Teelöffel Salz vielleicht für diese Menge. Oder so eine halbe Topf voll. Oder mehr oder weniger. Je nachdem, wie man es mag. Und der Brühe hält sich so, sagen wir mal, fast eine Woche gut im Kühlschrank. Denn wenn man Lust auf Brühe hat, einfach ein bisschen wegnehmen, ein bisschen aufwärmen und trinken. Ganz toll und ganz gesund.